Martin hier, ich grüße euch. Ich habe mir heute überlegt, ein Video zu machen zu einem der beliebtesten Graffiti-Spots in der Stadt Herten. Ich befinde mich bei der Autobahnbrücke oder beziehungsweise dem Zubringer zur Autobahn. Hier ist früher unten der Zug immer lang gefahren bis zu Schlegel und Eisen. Und heute ist da eine Fahrradtrasse zwischen Gelsenkirchen und Recklinghausen. Ich bin ab 1995 regelmäßig immer hier lang gelaufen. Man sollte das damals nicht machen, weil ja da unten der Zug, fuhr. Und schon damals gab es hier ohne Ende Graffiti. Ich werde gleich hier an ein paar Stellen weitergehen und mal schauen, was hier so ist. Und ob ich unter den neuen Spots, weil hier wird fast jede Woche was Neues gemalt. Manchmal sogar öfter. Manchmal änderten sich die Bilder hier an der Wand innerhalb von Tagen. Und ich schau mal. Ich schau mal, was hier so ist. Ich drücke jetzt einmal auf Pause und mach weiter. Ich bin jetzt gerade hinter der Kamera. Wie ihr seht, sind hier schon vieles teils. Da ist irgendwelchen Blödsinn mit Wodka Energy. Wodka, OBR und Herbst sind natürlich mittlerweile sehr bekannte Crews hier in der Gegend. Die haben viel. Ja, diesen krassen Style unter dem Game Crossing kann ich nicht lesen, aber hier steht Jägermeister. Dann sehen wir hier auch diesen Come-Up, von dem ich euch erzählt habe, der seit 2 Jahren quasi was macht. Zotec. Und da ist Chubbs. Naja, anhand der Farben werdet ihr wohl sehen, dass das am selben Tag entstanden ist. Oder Nacht. Gucken, ob ich was Altes hier noch richtig Altes finde. Nein, nicht so alt. Gucken, wie sieht es hier aus? Skate. Peace. You have me. Aber das sind noch sehr alte Dinger. Ich suche wirklich etwas. Jetzt gerade suche ich etwas. Und hoffe, dass ich etwas noch Älteres finde. Nochmal ein Zotec Tag. Ja, wie gesagt, unterwegs der Junge. Hatte ich euch ja letztens schon gesagt. Seit 2 Jahren ist er auf jeden Fall aktiv hier. Hier ist ein Cast. Casto. Casts. Keine Ahnung. Ich bin auch nicht immer perfekt im Lesen von diesen Sachen. Skate. Herb. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass ich was richtig Altes finde, weil ich weiß, dass hier Sachen sind, Waren, die um die 30 Jahre alt sind. Da ist zum Beispiel 31.05.14, aber ich habe mir eigentlich erhofft, dass ich etwas aus den 90er Jahren finde. Ich gucke aber langsam, weil jetzt kommt man auch viel besser hier hin. Vorher war das nämlich alles zugewuchert. Und wir gucken uns das einfach mal entspannt hier an. Musik oder Knast, aber ich denke, das ist nicht unser Mock. Nicht dieser bekannte Mock aus Berlin, sondern jemand anders, der sich so nennt. Ich gucke gerade noch die Tags an. Dann bin ich nämlich zwischendurch sehr neugierig. Wenn ich was jetzt übertrieben Altes finde, das wäre geil. Aber ja, 16. Es ist alles schon relativ neu. Also ich war halt auch sehr lange nicht hier lang gelaufen und war sehr jetzt neugierig, wie sich hier alles quasi verändert hat. Und war natürlich auch sehr neugierig, was noch da ist. Hier zum Beispiel PS. 2015 PS ist auch hier aus der Gegend. Und dann Vandal Toy. Kill Vandal Toy. Ah, gut. Vandal ist auch seit 3-4 Jahren krass unterwegs. Also der macht hier furchtbar viel. Und das ist wohl gegen ihn dann. Kill Vandal, aber ohne A. Und er ist ein Toy. Also er ist ein Anfänger. Ich weiß nicht, ob, wie weit ihr das wisst. Wenn ihr am Anfang von Graffiti seid, dann seid ihr ein Toy. Und irgendwann später, wenn euch die Szene akzeptiert, dann werdet ihr zum King. Hier zum Beispiel auch Vandal mit Rolle. Zweck ist auch hier aus der Gegend, aber da steht jetzt kein Jahr bei. Von Zweck gibt es in der Gegend tonnenweise Tags, Bombings. Auch seit 20 Jahren oder länger unterwegs. Hier nochmal Vandal mit Rolle. Da muss ich sagen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, selber mit Rollen durch die Gegend zu laufen. Aber das kann man alles machen. Und wenn man wirklich diesen City All machen möchte, ist das natürlich eine Möglichkeit,
daraus das halt zu machen, ein bisschen zu sparen. So, ich stelle mich jetzt nochmal hier hin. Wir sind damals also quasi hier mal lang gelaufen und da ging es dann zurück nach meinem Hof nach Hause. Ich schaue nochmal hier an die Wand, weil hier dieser Bereich war sowieso immer schon besprüht. Also wenn ich von 95 an mit meinen 11, 12 Jahren hier lang gelaufen bin, dann war hier alles voll von irgendwelchen Schulfreunden oder Leuten, die wir nicht kannten. Und das hat sich immer alle paar Wochen oder Monate kamen neue Bilder dazu. Heute ist es hier so, dass eigentlich fast alle paar Tage was passiert. Also zumindest der untere Bereich zum Beispiel, da gehe ich gleich hin, da passiert alle paar Tage was. Ich gucke jetzt gerade noch hier einmal rein, aber das ist alles schon so neu, dass ich auch dazu gar nicht viel erzählen kann. Da ist unten Chrom, das ich nicht mehr lesen kann. Ah, das Chrom, das war glaube ich auch ein großer Zweck. Wir gehen mal weiter. Ich gehe jetzt wieder hinter die Kamera. Ich denke, das ist ein bisschen behindert gedreht heute. Aber was soll's. Sick ist auch neu. Ja, 21 wurde das gemacht. Und hier ist ein Herb. Herb ist, wie gesagt, wirklich einer der bekanntesten Sprüher hier aus der Gegend. Die machen das sehr, sehr lange schon. Und ja, steht aber auch kein Name bei. Kein Jahr bei, wollte ich sagen. Es wird spannend gewesen, weil ich hier sehr lange nicht gewesen bin. Ich gucke jetzt noch einmal hier. Das hier ist neu zum Beispiel. Das war mal komplett bemalt. Wenn ihr da jetzt die Abstände seht, die sind natürlich sehr eng. Aber es gab Leute, oder gibt immer noch, nur das ist jetzt vielleicht nicht so perfekt, dieses Cone. Die haben da ganze Pieces drauf geknallt. Ne? Das ist jetzt halt nur, was soll man dazu sagen, irgendwas mit Filling. Gehen wir mal ein bisschen hier noch, gucken, ob da was Älteres ist. Ja, ich bin halt ein bisschen enttäuscht, weil die ganz alten Sachen sind nicht da. Da und da. Und was mir gar nicht aufgefallen ist, die Wand ist neu. Weil die war zu bis da hinten und die war voll mit Pieces. Nicht einfach nur mit Tags, sondern das ganze Ding. Und da sind Leute auf diesen 20 cm Abstand Stein durchgelaufen, haben das ganze Teil hier einmal komplett gewrackt, gemalt. Ja, eigentlich wollte ich jetzt nach unten, aber guck mal hier, Alter, ein Skinny. So, ich gehe jetzt da runter und dann gucke ich mal, was da noch ist. So wie ich hier stehe, dieser Weg, da ist halt, sind die Waggons gefahren. Ich war gerade da oben auf der anderen Seite der Mauer. Und hier ist damals der Zug lang gefahren, bis 2000 irgendwas vielleicht sogar noch. Ne, da war ja schon die Zeche geschlossen. Aber 95 bis irgendwann 98 oder wann sind hier wirklich Züge lang gefahren und die sind dann Richtung Langbochum und da geht es nach Recklinghausen. Und jetzt fahren einmal Leute mit dem Fahrrad hier lang. Ich lasse die einmal kurz passieren, bis ich weitermache. Hallo. Und hier sind halt damals, als ich die Schule besucht habe, die Züge lang gefahren. Jetzt hat sich hier an der Wand ganz viel verändert. Also ich weiß zum Beispiel, dass dieses... Ich gehe mal zu dem Anfang. Ich mache jetzt einmal kurz nochmal Pause. Obwohl, ne, ich laufe einfach und schneide dann gleich. Das hier zum Beispiel... Das ist aus 2020 und es wurde auch relativ in Ruhe gelassen. Und das mit den Edding ist neu. Ich war letztens hier Fahrradfahren. Das Teil ist komplett neu. Das ist drei, vier Mal, dieser Bereich wurde letztes Jahr drei, vier Mal gemalt. Ich habe aber keine Aufnahmen davon. Dann, das checke ich nicht mit dem Edding, aber da muss jemand sich sehr viel Zeit gelassen haben. Ja. Trump baut Projekt, eine in Texas mit War Industries, Trump Junior, Twitter. Da hat sich jemand viel Mühe gegeben mit etwas leicht abstrusen. Die ideale Industrieformel, C plus O2. Jetzt kommen nochmal Fahrräder, ich mache nochmal kurz, ich stelle ab. Da jetzt auch noch welche? Nein. Ja. Dann hier dieses NOSC.
Das hatte ich schon angesprochen, glaube ich, irgendwann mal. Das ist ein Come-up, der hatte einen Unfall, beziehungsweise ist gestorben, als der dabei war, irgendwie in Recklinghausen Zug zu malen. Und ich weiß nicht genau, wann das passiert ist. Also er ist vor 2020 gestorben oder um den Dreh. Also noch vor Corona ist er auf jeden Fall gestorben. Dann Vandal. Ich sag ja, der Typ ist viel, der macht viel. Ich weiß, ich denke mal, es ist ein Junge oder ein Mann von mir aus. Und dann, was steht hier noch? Herb. Also Vandal, wie gesagt, einige Jahre, 5, 6, 7 Jahre. Und der rennt auch mit dieser Rolle rum und macht das. Herb ist sehr lange aktiv, 20 Jahre oder so bestimmt, locker. Dann, was kann ich hier euch, L plus F, ist klar, das sind irgendwelche Jugendlichen gewesen oder so. Die sind bestimmt auch ein bisschen enttäuscht, wie das gelaufen ist. Dann was noch? Hashtag Honey. Okay. Dann sieht man, dass als Vandal das andere gemacht hat, kam dann irgendwann das. Dieses wurde, denke ich mal, in Ruhe gelassen. Da sind auch verschiedene Grüße dran. Da steht auch Nosk, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann es gerade nicht lesen. Es ist ein übertriebener Style, sehr wild, ein sehr krasser Wild-Style mit schönen orangenen Highlights und sowas alles. Ich glaube, das ist aber eigentlich vielleicht sogar etwas neuer, aber ich bin da durcheinander. Das ist schon lange hier und ich kann mich noch an das blaue Bild, das dahinter war, erinnern. Ich weiß nur nicht, was es war. Das sind halt Grüße und nochmal Herb. Da ist auch irgendwas da. Dann ist hier, ich weiß nicht, ob es ein Dreams ist, weil ich das R, weil hier steht Ria. Eigentlich müsste es Dream heißen und das D müsste mit zwei Buchstaben gleichzeitig sein. Da ist auch schon Corona und 20, F-O-G, das ist auch, das sind auch Sprüher. Dann ist da noch ein Gruß oder vielleicht haben wir das zusammen gemacht. Dream und Zweck, wer weiß. Auf jeden Fall stehen beide Namen. Da ist ein krasser Style, ne? Sehr krasse Highlights und umso weiter. Nochmal Fahrräder. Umso weiter man zurückgeht, ne, dann kommt das richtig zum Leuchten alles und sieht krass aus wie so Luftballons oder sonst was, die glänzen. Da oben wieder dieses mit der Rolle. Fahrräder. Und dann ist hier noch ein Stencil, aber man kann ihn nicht mehr erkennen. Ja. Ja, dieses ist halt wirklich eine sehr beliebte Wand und ich denke mal, da ist der Putz scheiße, dass das abgefallen ist, weil eigentlich, ja, hier passiert furchtbar viel und ständig. Ich gehe jetzt noch einmal zur Seite, der Fahrräder. Ja, schwierig. Mich ärgert, das Einzige, was mich ärgert, wenn ich jetzt zum Beispiel Fahrrad fahre, fahre ich immer da hoch und springe da oder da runter, aber hier sind oft Glasscherben und das ärgert mich total. Weil mit einem BMX kann man hier gut drauf, wenn man von da hinten aus Schwung hat. Von da hinten aus Schwung hat, dann kommt man hier super geil rein. Ja, das wackelt jetzt ein bisschen. Und kann halt diesen Bereich für irgendwas nutzen, für einen Trick, für einen Sprung oder sonst was. Ich gehe nochmal hier ein bisschen zur Seite. Ja, da ist auch was. Gehe ich jetzt da einfach mal hoch. Ich muss einmal das Stativ zusammen machen. Ja, unser Vandal und ein Herb in Chrom mit ARC, aber kein Jahr dabei. Jetzt bin ich fast ausgerutscht. Kann man das erkennen? Ja. Ne? So, und runter. Ist schon krass. So, jetzt gehen wir einmal hier lang. Gehe ich jetzt einfach lang an der Wand. Guck, was ich noch lesen kann. Okay, wieder OBR und Herb, Off-Crew, Nosk, Off-Crew, gehe ich gleich mal runter, dann seht ihr das komplett. BTM, das ist relativ neu, da gibt es so Jugendliche, denke ich, die sprühen oft BTM irgendwo hin. Sieht auch nicht immer so spektakulär aus. Dieses Nosk. Da muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt hin und her gerissen, weil ich
nicht weiß, von wann das ist und ob das nicht zwischendurch neu war. Was mich wundert, ist, dass hier an ein paar Stellen der Putz abgefallen ist. Das ist eigentlich hier immer sehr eine sichere Sache war. Jetzt wackelt die Kamera, ich stelle sie mal einmal kurz hin. Ah, da, guck. Wieder dieses mit dem Vandal, aber ich glaube, der verbringt hier eh viel Zeit. Dann noch ein Chromrot. Und sehr schlimm gecrossed leider. Aber ist trotzdem ganz okay, würde ich sagen. Sehr chromisch. Viele Linien, nur rote Outlines. Grüße 462. Da hat sich jemand aber richtig Mühe gegeben mit dem Filzstift. Ist er hier hochgeklettert und hat ein nicht gelungenes Cannabisblatt gemacht. Aber was soll's, das war schon auch Tamara. Er liebt Tamara, das Grün. Derjenige welche. Und hier, Ömer war da. Dann, sorry Herb. Aha, dann darunter war ein Herb und dann die Person, die das gekromt hat, hat es wohl übermalt und dann noch ein Sorry geschrieben und Grüße und Vandal. Aber ich glaube, Vandal hat entweder Akzeptanz oder ernste Probleme, weil da so viel ist. Ah, guck, hier kann man auch noch hochgehen. Interessant. Wie gesagt, früher war hier immer der Zug und wir waren zu faul. Beziehungsweise als der Zug noch gefahren ist und später war das nicht mehr so interessant. Hier ist ein Schuh. Das ist relativ neu. Aber ich glaube, da hat Farbe gefehlt oder das sollte so. Oh, Vorsicht. Der Charakter ist auch ein bisschen älter. Und das da. Ich kann nicht sagen, was ein bisschen älter ist, aber gute paar Jahre. Ich gehe mal hier weiter. 4 Doro und... Aha. Ja, ein bisschen mies, wenn man das zwischendurch nicht lesen kann. Aber das ist auch ein Schuh. Das ist nämlich kein Buchstabe. Ah, ich muss woanders mich platzieren, um das zu filmen. Das ist ein Schuh. Nochmal. Ne, ein Schuck. S-U-K. Oder I-S-U-K. Ah. Ne, I-N-U-K. Keine Ahnung. Ist halt so diese Wand, wo wenn Leute Besuch haben, steht ja hier 2010, dann nimmt man die oft mit. Das hier ist auch ein sehr krasser Style aus 2015. Den hat man wohl in Ruhe gelassen, ja, weil der noch da ist und auch nicht gekrost oder sowas. Ich guck mal, wie man das gleich noch ein bisschen filmen kann. So. Ja, das ist schon krass, ne? Leid, das Stativ wackelt. Ich habe hier so einen Aufsatz, der trotzdem ein bisschen wackelig ist. So. Das ist vielleicht witzig. Mal wieder auf Hydromorphon. Aber ich weiß nicht, was das ist. Gut. Hier, guck mal, hier blättert das ab. Das ist alt. Das Weiß blättert ab. Es ist nicht so kräftig. Von Deck. Ja. Und das hier ist Deck und da steht noch Safe Zone. Gesagt, ich bin heute nur zum Filmen hier. Das Blaue kann ich glaube ich nicht lesen. Ich zum Beispiel bin eher jemand, wenn ich jetzt noch sprühen würde, würde ich das schon bunt machen und sowas alles. Aber ich wäre immer bemüht, dass man das lesen kann, auch Leute nicht aus der Szene. Und ich check's gerade nicht. K, C. Irgendwas, am Ende. Ja, keine Ahnung, tut mir leid, echt. Sehr geil, aber ich kann es nicht lesen. Da sind noch ältere Sachen. Ganz viele Tags von irgendwelchen Leuten, die hochgeklettert sind. So, ich mache jetzt einmal Kamerapause. Auch wenn ich weiß, dass das vielleicht, nicht so spektakuläre Aufnahmen jetzt waren. Mal die Kamera verschieben. Ich drehe jetzt einmal die Kamera. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie krass das jetzt blendet. Also als Gesamtschüler, da ist direkt die Gesamtschule. Wir waren dann immer hier an der Bushaltestelle oder sind dann hier den Weg gegangen. Ich nehme das jetzt nur einmal so, damit ihr das jetzt seht für das Video. Da ist die Gesamtschule. Und
Früher war es dann so, dass wir Schüler, hier ist wieder ungerade, egal, da halt von der Schule gekommen sind, was ich im Nachhinein vielleicht sogar gefährlich finde, aber es ist nie jemand mit dem Zug, von dem Zug erfasst worden, dass wenn hier der Zug lang fährt, ich gucke jetzt einmal, ob man das sieht, ja, so ist das, wenn man alleine arbeitet, dass wenn hier der Zug lang fährt, 96 war die Schule 25 Jahre alt, ungefähr, oder 20 Jahre, dann ist die Schule seit über 40 Jahren hier. Und die ersten 20 Jahre ist halt wirklich niemand von dem Zug erfasst worden. Es gab eine sehr dämliche Mutprobe, aber die hatte nichts mit den Zügen zu tun, sondern die Schüler meiner Schule haben bis zu einem bestimmten Jahr immer da oben auf der Autobahnbrücke, sind die über die Autobahn gerannt, wenn die Autos kamen. Und da ist dann tatsächlich jemand mal von dem Auto erwischt worden, aber niemals jemand mit dem Zug. Hier war aber auch nie ein Zaun und wir sind immer da lang gelaufen, wo das Video quasi begonnen hat. Es gibt im Polnischen so ein Sprichwort, über Kinder und Betrunkene hält Gott schützend seine Hand. Ich glaube, so war das dann hier, weil ihr könnt euch vorstellen, bei 1300 Kindern und davon sind nur 150 älter als 16, dann sind die anderen 1000 ziemlich doof, wild und jung. Und denen ist viel egal, weil die sich halt vieles nicht bewusst sind oder Gefahren. Aber wir sind immer hier lang nach Langbochum oder haben hier den 225er genommen. Ich mache jetzt noch einmal ein kleines kleine Aufnahme von der Schule. Hier ist die Schule und diese. Ich muss demnächst einen anderen Aufsatz benutzen, muss ich austauschen. So sieht's hier aus. Ne? Und da sind wir mit dem Bus gefahren. Ja, Freunde, an der Stelle, was soll ich sagen, ich beende das einfach. Ich hoffe, es ist nicht zu katastrophal gefilmt, weil dann wäre auch die ganze Arbeit für umsonst gewesen. Ja, viel Spaß an dem Video. Ich hoffe, einige haben sich wiedergefunden.